Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play. Und zwar ist es nochmal die Folge 52 und ich möchte mich entschuldigen für den Fail der letzten Folge. Jeder, der es sich mitgekriegt hat, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. So, das dürfte gereicht haben. Der Schrecken ist noch kaputt von vorn. Und genau dieser Ausschnitt hat mir heute sehr viel Arbeit bereitet. Und zwar habe ich gemerkt, dass die ganzen Dateien in dem Aufnahmeordner irgendwie durcheinander gewürfelt wurden und das durfte ich jetzt heute erstmal kurz ordnen. Und jetzt lade ich die Folge 52 nochmal neu hoch und ja, ich glaube, ich mache hier draus oder ich mache das gleich in die Folge voran, das ist jetzt kein Problem. Und dann noch eine kleine Info. Und zwar, erstmal kommen diese Woche nicht zwei Overlord-Folgen, sondern drei. Halt die 52 nochmal nachgeholt und dann halt die 53 und 54. Und noch eine kleine Nebeninfo. Und zwar, das Overlord-Projekt wird erstmal nur einzeln erstmal fortgeführt und vielleicht noch so ein kleines Nebenprojekt, League of Legends oder was weiß ich. Oder ich mache ein neues Projekt. Das wird aber dann noch irgendwie angekündigt, falls eins kommt. Auf jeden Fall wird erstmal Tomb Raider pausiert, da ich gemerkt habe, dass wenn ich Overlord und Tomb Raider gleichzeitig also nicht gleichzeitig aufnehme, aber halt im Aufnahmeordner habe und das dann alles gleichzeitig bearbeite und hochlade und das ist so viel Arbeit, dass das irgendwie sich schlecht macht, das parallel laufen zu lassen. Deshalb kommen erstmal so diese kleinen Projekte, was ich gerade erwähnt habe, League of Legends und keine Ahnung was, vielleicht ein anderes Projekt. Und ja, sobald dann Overlord fertig ist, kommt dann Tomb Raider dran. Das läuft dann als Hauptprojekt weiter und ja, das erstmal so als Info dazu. Und ja, jetzt mal wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge 52 nochmal und wir sehen uns, wenn es heißt Let's Play, was weiß ich. Okay, bis dahin, macht's gut und viel Spaß mit der Folge. Ja. Lasst mich durch, ich hab zu tun. Ich komme immer noch nicht hier runter, ne? Das da müsste ich ja eigentlich springen, aber ich sehe hier nirgends Granaten, die mir dabei helfen könnten. Hier oben komme ich, glaube ich, auch nicht lang, oder? Bin ich zu hoch? Wie komme ich da runter? Ich komme eigentlich nur von da und das da unten aufzubrechen, müsste ich irgendwoher bomben und Bomben sind hier nirgends, außer da drüben. Wir sind eindeutig zu weit entfernt. Ich glaube, die Bühne kann ich auch nicht drehen. Könnte ich nur nach hinten schieben. Ja, ne? Wie komme ich da hin? Eigentlich muss ich an den Wurzeln vorbei. Ist auch kein Weg. Hier sind. Wie weit habe ich denn bis dahin? Das ist ein ganz schönes Stück. Ne, ist niemals. Habe ich denn hier die Bomben?
doch nicht sein, dass es nur für die Gegner gedacht ist. Wofür sind die Bomben? Was soll ich hier in die Luft sprengen? Komm ich eigentlich von hier aus an die Bomben ran? Nee, hä? Da kann keiner hochlaufen. Das ist keine Diagonale, oder? Der da eben hat oben dran will, ne, der kommt nicht dran. Sonst wäre das ja eigentlich gegangen, ne? Ich glaube, das hätte er gerade. Ne, hätte er auch nicht. Das hätte ich jetzt so ein bisschen geklitscht, aber ne. Ich komme nicht an die Bomben. Von oben? Ne, da oben nützt mir das nichts. Gott! Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich spiele hier Overlord, das ist kein Rätselspiel. Es gibt bestimmt irgendeinen ganz einfachen Lösungsweg und ich bin zu blöd und komme gerade nicht drauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwas hier mit diesen Bomben zu tun hat. Ich glaube, bis darüber, nee, bis darüber kommt er auch erst recht nicht. Das gibt's da nicht. Das ist das Signal. Gut, erster Akt von vorne. Lass mich durch, ich gehöre zur Besetzung. Lass mich mal bitte durch. Ist ich überhaupt darunter? Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Ich glaube, da unten komme ich nicht runter. Ich habe mich gerade geguckt, ob ich da lang komme. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unsere Wehklagen und unsere Poesie. Leiter! Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Zwerge! Naja, mach das mal, Kumpel. Alter, nerv mich nicht, ich bin am Überlegen. Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. Greif ruhig deine eigene Artgenossen an. Nee, ist kein Ding, mach weiter so, das gefällt mir. Ich komme nicht bis darüber. Ich probier's dennoch noch mal. Renn! Renn doch! Renn! 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 Sie
ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Nee, bis weiter als bis zur Mitte komme ich nicht. Gott! Ich gehe am Schock. Der Schrecken ist noch kaputt von vorn. Rote können sie nicht lang. Hier hinten ist nichts, was mich interessieren könnte, obwohl wir brauchen Grüne. Dafür könnte ich einen Grüne gebrauchen. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Blablabla. Ja, ja, ist gut. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Ich bin gerade total ratlos, was ich machen soll. Ich habe gerade keinen Plan. Irgendwie übersteckt das hier gerade mein zweiter Akt. Die mein Denkvermögen. Zwerge greifen den Dunkelwald an. Ja, ja, Collision ist kein Problem. Lasst mich durch, verdammt! Das ist das Signal. Gut. Ich geh einfach mal hier runter und tu alles niederschlagen. Ja, leck mich doch. Komm ich nicht lang. Rasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkels. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Ist der drüben runter? Da drüben komme ich noch irgendwo lang. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Lasst mich durch, ich bin Overlord. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Hier komme ich nicht lang. Mal hier links und hier ist auch eine Blockade. Ah, Blockaden, wie ich sie hasse. Ist nichts, das bringt mir nichts. Ich war noch nie so überfragt wie gerade eben. Das bringt mir nichts, hier lang zu gehen. Eigentlich nur noch ein paar Grüne mit.
Sagen wir mal ein bisschen noch braune. Zweiter Akt. Bisschen die Zwerge grüne. Greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Herrlich. Lass mich. Ah! Ist nicht. Ja. Da ich im Moment nicht weiterkomme und ich euch auch nicht unnötig langweilen will, würde ich sagen, ich mache hier kurz einen Cut. Informiere mich kurz und wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich, weil ich glaube, es ist eine Stunde lang hier noch dran rumzurätseln, wäre Schwachsinn. Also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder und machen wir erstmal weiter. Also, rein von der Theorie her. Müssen wir erstmal kurz hier warten. Erster Akt. Ja. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Yep, sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. So langsam geht's mir auf den Sack. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Zwerge! So, eigentlich kann ich jetzt das nochmal nach hinten schieben. Es funktioniert tatsächlich. Ach, leck mich doch. Komisch, als ich das vor uns machen wollte, ging es nicht, ne? Kann auch sein, dass der Stein noch dahinter lag und ich es noch nicht verschoben hatte. Also was hatte ich eigentlich schon vor, hab's nur noch nicht mal ausprobiert, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Von vorn! Ach ja, und jetzt kann ich es von hier aus holen. Das hat zu lange gedauert. So, Versuch Nummer 2. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt sich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin. Stirb. Unsere Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Das ist ein Morgenstern. Die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Scheint die Kussform für einen Morgenstern zu sein. Yay. Entschuldigung, ich ziehe gerade mit dir durch. Der Schrecken ist doch kaputt! Von vorn! So, ich muss mich kurz irgendwo abreagieren. So. Jetzt nimmt einer mal das und läuft bitte gerade und nicht jedes Mal gegen die Wand, dass er. Gott! Rasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. So, was dürfte gereicht haben? So viel zu dürfte gereicht haben. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist,
aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Alter? Wieso hat er dich schon so früh losgelassen? Ach, komm schon. Komm schon. Könnt ihr mal aufhören anzugreifen? Der Schrecken ist noch kaputt von vorn. So, bitte, 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 bitte. Du willst mich doch jetzt komplett verarschen, oder? Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen. Oh Gott, wie mich dieser Mist gerade ankotzt. Sie schützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Ach, oh, ich liebe sowas. Nee, echt. Mein Freund. Lass uns zur Mutter. Und da das Ganze noch alles so ganz knapp ist, gefällt mir das noch viel mehr. Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem Endlich. Eigenen geliebten Grund und Boden. Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. So, bitte tragt das Ding nach Hause. Danke. Danke. Ich habe gesagt, danke. Los, lauf. Hallo. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Diese Schergen. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Was zum... Der Schrecken ist noch kaputt von vorn. Eine sehr weitläufige Bühne.